Peinliche Aktionen, Skandale, Gerichtsverfahren, Frankfurts Oberbürgermeister einfach nicht mehr tragbar. Peter Feldmann muss weg. Das haben die Frankfurter und Frankfurterinnen entschieden. Heute bei Das Thema, deinen exklusiven YouTube-News aus Hessen, wollen wir wissen, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Denn nach der Abwahl ist ja bekanntlich vor der Neuwahl. Vorher aber schauen wir noch einmal kurz zurück auf diesen historischen Tag für Frankfurt, für Hessen, Deutschland und ja auch irgendwie für die Welt und die Demokratie. Das Gute bei Demokratie ist, es geht mal die eine in die andere Richtung und heute ging es mal in die eine Richtung. Und für die Mehrheit gab es nur die eine Richtung. Peter Feldmann muss weg. Aber keine Sorge, der Pokal bleibt hier. Alle Frankfurter Stadtteile haben mit Ja zur Abwahl gestimmt. Das Quorum von 30% ist damit deutlich überschritten. Und sage erstmal, dass der Abend ja natürlich das Ergebnis nicht so hatte, wie ich mir das gewünscht habe. Das ist so, aber es ist Politik und es ist Demokratie. Peter Feldmann immer gut für eine Überraschung. Schon damals, am 25. März 2012, ist er Überraschungssieger bei der Wahl zum Frankfurter Oberbürgermeister. Er versteht sich als Anwalt der kleinen Leute. Es ist was anderes, ob man Menschen zu einer Bürgersprechstunde einlädt und dann müssen die in die Bahn oder ins Auto und ins Rathaus fahren. Oder ob man sich direkt vor die Tür stellt, das erdet einen. Statt auf der Erde zu bleiben, ist er wohl etwas abgehoben. Sexistische Äußerungen beim Flug nach Sevilla zum Pokalfinale und der peinliche Auftritt nach dem Sieg der Eintracht. Nicht zu vergessen, der AWO-Skandal. Ein Oberbürgermeister vor Gericht. Wir haben bei Das Thema schon darüber berichtet. Hier findest du mehr Hintergründe dazu. Erleichterung gestern Abend nicht nur bei den Parteien im Römer, auch bei euch in der Community nach diesem eindeutigen Ergebnis. Selbstsüchtiger Darsteller. Die Aktion mit dem Pokal war so nebensächlich, doch zeigt seinen Charakter. Der ist doch eh nicht ganz richtig im Kopf. Was wirft der denn jeden Tag ein? Gut, dass dieser charakterlose Selbstdarsteller abgewählt ist. Bravo, Frankfurt. Ihr wollt nicht nur News aus Hessen, sondern auch mitreden? Dann lasst gerne ein Abo da. Bis Freitag ist Feldmann offiziell noch das Stadtoberhaupt von Frankfurt. Dann räumt er den Posten. Heute aber nochmal eine Pressekonferenz. Sie können sich vorstellen, das war gestern kein leichter Abend für mich. Natürlich auch ein Bedauern, weil ein Oberbürgermeister zu sein, da muss man Herzblut mitbringen, sonst geht das nicht. Aber das Verlieren gehört in der Demokratie dazu wie das Gewinnen. Es ist erstmal gut, dass der Konflikt vorbei ist und ich hoffe einfach, dass auch in der Stadt dann mehr Frieden einkehrt. Politisch gesehen hatte Feldmann für viele eine attraktive Agenda. Erschwingliche Mieten, bezahlbare Fahrpreise, soziale Teilhabe. Die Stimmung nach der Wahl heute bei den Frankfurtern? Einerseits gut, aber andererseits macht es mir auch ein bisschen Angst, was es für die Stadt Frankfurt auch bedeutet. Wer jetzt an die Macht kommt, gerade wir sind Mieter bei der Nassauischen Heimstätte und ich weiß, dass der Herr Feldmann da halt auch sehr dahinter war für sozialen Wohnungsbau und auch für die Kita-Gebühren. Hoffen wir, dass es besser wird und dass Frankfurt etwas wieder frei wird, weil wieso jetzt läuft viel verkehrt. Am Freitag geht die Ära Feldmann zu Ende. Wer zieht als nächstes in den Römer? Die Parteien haben früh begonnen, sich um Gesichter und Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl im nächsten Frühjahr zu kümmern. Allen voran die CDU. Uwe Becker, hier links im Bild, Kreisparteichef und früherer langjähriger Kämmerer. Die Menschen haben Sorgen und Ängste. Und da muss eine Stadt wie Frankfurt, die fünftgrößte in Deutschland, geführt werden. Die Menschen erwarten Antworten. Und jetzt ist endlich die Zeit gekommen, dass die Dinge, die auf den Schreibtischen liegen geblieben sind, die die Stadt gelähmt haben, jetzt aufgenommen werden und gelöst werden. Bei den Grünen kursieren zwei Namen. Bürgermeisterin Nagis Eskandari-Grünberg, die als OB-Stellvertreterin jetzt sowieso erst einmal einspringt, und die Stadtverordnetenvorsteherin Hilimi Aslana. Doch noch sei nichts entschieden. Es gäbe mehr Interessierte. Die Findungskommission haben wir im September zusammengestellt. Sie hat in den letzten Wochen viele Gespräche geführt und wird am 19.11. bei der Kreismitgliederversammlung den Vorschlag präsentieren. Die SPD, die für die Entmachtung des eigenen Mannes mitkämpfte, will am Donnerstag mit der Partei den Kandidaten beschließen. Ob Mike Josef es wird, ist unklar, erklärte er gestern Abend. Wir werden als SPD nächste Woche mit den Parteigremien über einen Kandidaten, über eine Kandidatin reden.
Und was ist mit Feldmann? Bleibt er nach dem ganzen Debakel überhaupt noch Mitglied der SPD? Ich habe gesagt, ich möchte diese Frage jetzt nicht beantworten. Eins zumindest ist erst einmal sicher. Am Freitag ist er als OB...